Es ist nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Zu rau und abweisend präsentiert sich die Atacama-Wüste. Schier endlos scheint sich die Ödnis auszudehnen. Eine leere Weite, gefüllt mit Bergen, Geröll und Sand. Die Atacama ist eine herbe, spröde Schönheit. Doch wer sich auf sie einlässt, dem zeigt sie ihre Gesichter. Als schmaler Streifen zieht sich Chile an der Westseite Südamerikas entlang, begrenzt von Argentinien im Osten, Bolivien und Peru im Norden. Es ist ein unwirtlicher Platz. Und doch hat das Leben auch diesen Ort längst für sich erobert. Selbst den Menschen bietet die karge Natur hin und wieder Nischen, in denen sie überleben und sich ansiedeln können. Kleine Oasen, die Leben spenden, mitten in der trockensten Wüste der Welt. San Pedro de Atacama ist der einzige nennenswerte Ort, der hier entstand. Anspruchslose Bäume spenden wohltuenden Schatten im Zentrum von San Pedro. Gerne auch als Wohnzimmer des Ortes bezeichnet, trifft man sich hier mit Freunden und macht Pause. Sonnenschein ist übrigens so gut wie garantiert, denn nur an durchschnittlich 4 Tagen im Jahr fällt etwas Regen in der Atacama-Wüste. Vor allem junge Rucksacktouristen entdecken San Pedro und planen von hier aus ihre Wüstentrips. Es gibt nur wenige Orte in der Atacama, an denen das Leben ganzjährig eine Chance hat. Wie ein kleines grünes Paradies nimmt sich die Oase San Pedro im staubigen Geröll der Wüste aus. Die Menschen haben gelernt, mit der extremen Trockenheit zu leben. Und das kostbare Nass, das ihnen der kleine Fluss San Pedro aus den Anden bringt, bestmöglich zu nutzen. Von Vulkanen geschaffen, vom Wind geschliffen, eine urgewaltige Landschaft, die lebensfeindlich scheint, unberührbar und erhaben. Im Salar de Atacama mit den alkalischen und salzigen Seen erreichen die Nachttemperaturen teilweise minus 20 Grad. Ein ideales Habitat für den Andenflamingo, der bereits mit den ersten Sonnenstrahlen Mückenlarven, Algen oder kleine Krebse aus dem Wasser filtert. Da sich im Futter Carotinoide befinden, also roter Farbstoff, haben diese Vögel ein rosa Kleid. Sie sind sehr gesellig. Die Kolonien bestehen oft aus Tausenden von Tieren. Ein rosarotes, lebendiges Band in diesem Wüstenfeuchtbiotop. Die mächtigen Gipfel der Anden begleiten die Landschaft. Mal wolkenbegrenzt, mal schneegekrönt, aber immer imposant durchziehen sie Chile auf seiner gesamten Länge von 4.300 Kilometer. Schließlich vermischen sich die Berge mit den sandigen Hochtälern der Atacama-Wüste und schenken dem Reisenden eine atemberaubende Natur. Geben der Landschaft ein extravagantes Äußeres.
sandige Berge, ausgetrocknete Salzseen und schneebedeckte Vulkane, deren König er ist, der 5900 Meter hohe Likangkabur. Trotz der beeindruckenden Landschaft offenbart die Atacama ständig ihre Trockenheit, zerrissen die Erde, gebrochen die Haut. Regen ist hier schon lange nicht mehr gefallen. Aus dem alten, ausgetrockneten Flusstal wurde eine Fahrzeugpiste. Mit riesigen Zähnen ausgestattet, scheint die Cordillera de la Sal, die Salzkordillere, die Umgebung regelrecht zu verschlingen. Die weißen Salzflächen und die in Zacken geworfenen Berge erinnern an eine unbewohnbare Mondlandschaft. Valle de la Luna, Mondtal, wird diese Gegend deshalb genannt. Das ganz in der Nähe zum Mondtal verlaufende Marstal verwandelte sich im Laufe der Jahre rein sprachlich in das Tal des Todes, ins Valle de la Muerte. Umgekommen jedoch ist hier noch niemand. Durchaus beruhigend, vor allem wenn man das Tal zu Fuß erkundet. Der Ausblick jedenfalls ist grandios und entschädigt für die Strapazen. Die Laguna Chungara, nördlich von San Pedro gelegen, gehört zum Lauca-Nationalpark und überrascht mit einer artenreichen Flora und Fauna. Alpakas grasen am Ufer. Sie sind eine Unterart der Lamas und werden von den Indios wegen ihrer feinen Wolle geschätzt. An ihren Ohren bunte Bänder, die den Eigentümer erkennen lassen. Im rot gefärbten Nass des Salzsees erneut Andenflamingos, eine besondere Bildkomposition auf fast 4000 Höhenmetern. Der Salar de Puisa ist eine geomorphologische Salzpfanne im Norden der Atacama-Wüste, direkt im Lauca-Nationalpark gelegen. Der spärliche Bewuchs der Senke ist mit Salzkrusten umzogen, eine eigenartige, fremdwirkende Gegend. Stille ist hier mehr als die Abwesenheit von Lärm. Stille ist die Sprache dieses Hochlandes. Neben dem Genuss für die Augen eine Wohltat für die Ohren. Hier hat die Wüste ihre Stimme fast verloren. Dieses Gebiet besticht durch seine monumentale Kraft. Sie berührt die Seele. Die Salzpfannen bilden eine eindrucksvolle Landschaft. Sie sind Oasen der Ruhe.
Der Großteil der Fläche befindet sich in einer Höhe zwischen 3500 und 4000 Metern und wird von dem zentralen Hochland, dem Altiplano, umschlossen. Den Charakter dieser imposanten, ruhigen und majestätischen Szene zu erfassen, ist nur dem gegönnt, der hier nicht hastet. Diese karge und vegetationsarme Fläche, die etwa halb so groß wie Deutschland ist, ist eine bizarre Einsamkeit. Diese Wüste scheint zeitlos, unverwüstlich und resistent gegen jegliche Veränderung. Um sie aber begreifen zu können, muss man sie erkunden. Fast wie eine Fata Morgana wirkt sie, die Cejas Laguna. Mitten im Nichts taucht sie plötzlich auf, eine Lagune mit glasklarem Wasser. Man muss nicht schwimmen können, um in dem Wasser mit mehr als 30% Salzgehalt nicht unterzugehen. Einziger Wermutstropfen, das Wasser ist mit rund 16 Grad ziemlich kalt. »700 Höhenmeter gilt es zu überwinden, von der 2500 Meter hochgelegenen Ebene um San Pedro bis ins 3200 Meter hohe Guantintal. Morgens herrschen hier eisige Temperaturen, doch den Cardon-Kakteen, die dieses Tal bekannt gemacht haben, scheint dies nichts auszumachen.« Die klare Luft zeichnet einen leuchtend blauen Himmel, dem sich die Riesen der Wüste entgegenrecken. Nur etwa 3 Zentimeter wächst der Kaktus im Jahr. Bis er seine endgültige Höhe von über 10 Metern erreicht hat, vergehen so über 300 Jahre. Seine spitzen Stacheln sollen den Cardon vor Fressfeinden schützen, die an das im Innern gespeicherte Wasser heranwollen. Der Wüstenspezialist selbst kann mindestens 1,5 Jahre ohne Regen auskommen. Während die Giganten nebenan sich an den Felsen schmiegen, vermischen sich die Syrensien mit dem Andengras. Ein stacheliger Teppich von über 160 Arten. Ein zentrales Sammelbecken für das stark mineralhaltige Wasser des Rio San Pedro und zahlreichen unterirdischen Zuflüssen ist die Laguna Miscanti, charakteristisch ihre salzigen, weiß glitzernden Ufer. Das Wasser der Lagunen ist tiefblau und dahinter ragen die Vulkane in die Höhe. Die Wüstensonne ist gnadenlos, die Luft extrem trocken. Aufgrund der extremen Nord-Süd-Ausdehnung Chiles ist das Klima des Landes sehr vielseitig. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind erheblich. Während man um die Mittagszeit mit Temperaturen an die 30 Grad ins Schwitzen gerät, sinkt das Thermometer nach Sonnenuntergang mit einem Schlag weit unter den Gefrierpunkt. Obwohl die Atacama als die trockenste Wüste der Welt bezeichnet wird, findet man ab und an eine artenreiche Flora vor. Vor allem dann, wenn das Wunder Regen der Wüste zu neuem Leben verholfen hat. Schon kurze Zeit später beginnt ein zarter grüner Schleier, das Braun und Grau zu übertünchen. Die ersten Pflänzchen sprießen aus dem Boden, bringen Farbe in die Wüste. Durch diesen Regen wurden die trockenen Pflanzensamen, die mehrere Jahre im Sand schlummerten, zu neuem Leben erweckt.
ein bunter Blumenteppich entsteht. Unter allen ragt die blaue Alfalfa-Pflanze hervor. Eine wahre Freude, die aber leider nur von kurzer Dauer ist. Dazwischen die ständigen Begleiter. Kugelkakteen, auch als Schwiegermuttersessel bekannt. Sie sind landschaftsprägend, bilden teilweise richtige Polster und sind genügsame Klassiker in der Wüste. Um die Atacama-Wüste richtig erkunden zu können, muss man sich auf den Weg machen. Am besten mit einem geländegängigen Fahrzeug. Und sehr bald wird man feststellen, hier ist wirklich der Weg das Ziel. Und so gelangt man auch an die Hochlandgrenze zu Bolivien, wo sich eines der faszinierendsten Naturphänomene befindet, El Tatio. El Tatio ist eines der höchstgelegensten Geysirfelder der Welt, mit 40 Geysiren, 60 heißen Quellen und mehr als 70 Fumarolen. Wenn das frühe Sonnenlicht die Fontänen der Geysire streift und so in vielen Farben leuchten lässt, haben die Wassersäulen ihre stärkste Aktivität. Jetzt singt jedes Loch ein anderes Lied, zeigt jedes Loch sich in einer anderen Form. Eine mystische, beeindruckende Stimmung. Die Naturgewalten der Erde sind sehr nah. In diesem heißen Element gedeihen winzig kleine Algen und Bakterien, ähnlich vielleicht den ersten Lebensformen auf der Erde. Der Dunst der Geysire wechselt über in den Nebel des Pazifiks. Hier im Küstengebiet endet die Atacama mit neuen, spektakulären Ausblicken. Dort, wo die letzten Sanddünen das Meer küssen, scheint es, als wolle die Atacama die Stadt Antofagasta erdrücken. Ein beeindruckender, aber auch fremdwirkender Anblick. Erneut zeigt sie ihre Kraft, ihre Facetten. Obwohl der Mensch in dieser Wüste fehl am Platz scheint, wird man von ihr magisch angezogen. Und wer sich auf sie einlässt, der wird sie aber auch verstehen. Der wird die Gesichter der Atacama zu schätzen wissen.